Als Fachschaft braucht man einen Messenger und Drive. Zuerst fange ich mit Drive an, draufklicken, dann auf Anmelden. Dann muss man das Passwort gar nicht mehr neu angeben und dann auf Space. Gibt den persönlichen Ordner und den Space. Da braucht es einen neuen Space für die Fachschaft. Hier Spaces, neuen Space machen. Hier sind schon zwei drin. Neuer Space klicken, schöner Name. Ich mache immer die Schule und dann geht es weiter. Auf Erstellen klicken und dann habe ich hier den neuen Space. Wenn ich auf die drei Punkte gehe, kann ich viele Eigenschaften machen. Also mir ist das Bild sehr wichtig. Wichtig ist, es muss klein sein. Also irgendwie so 500 mal 500 Punkte, dann funktioniert es. Und hier auf Mitglieder und dann kann ich hier die Mitglieder eingeben und hinzufügen und die Rechte verwalten, also da von den Mitgliedern oder den Link erzeugen und verschicken. Ist vielleicht nicht, also wenn es keiner weitergibt, dann ist das auch ganz gut. Aber wenn der Link weitergeht, dann kann ihn ja jeder benutzen und wenn ich dann auf meinen schönen neuen Space draufklicke, also jetzt der Fachschaftsspace der Physik, den gibt es schon. Dann habe ich jetzt hier so für jede Klasse Biophysik, 9. Physik einen Ordner. Klick drauf und wieder Unterordner, Lösungen, Prüfungen. Und das sind die Kapitel im Buch. Also so haben wir das gemacht. Kapitel 4, elektrische Energie. Ja, ist noch nichts drin, aber hier ist schon was drin. Und da können wir dann unsere Sachen austauschen. Auf meinem Rechner habe ich hier das eingehängt. Bayern Cloud Schule Drive ist drin. Da habe ich in den Videobeschreibungen unten habe ich den Link. Und dann, wenn ich auf die 9. Klasse gehe, dann habe ich das hier auch schon drin. Und kann damit wunderschön arbeiten. Also das Wölkchen bedeutet, das ist nur virtuell, ist nicht real. Und auf meiner Festplatte und mit dem Häkchen wird es dann wirklich real auf der Festplatte runtergespeichert und so kann man schön gemeinsam arbeiten. Das nächste ist der Messenger, ein bisschen Chats hin und her schicken, draufklicken. Wenn ich auf die Schule gehe, dann hinzufügen. Ich möchte jetzt hier einen neuen Raum, ja, also nicht nur ein Chat mit irgendeiner Person, sondern einen Raum hinzufügen. Wieder Name, Fachschaft, Thema und ich würde einen privaten Raum machen. Den nur die Räume sind darauf erstellen, den nur die Leute sehen, die in der Fachschaft eingeladen sind. Und weiter geht's. Wenn man bei dem Raum auf die drei Pünktchen klickt und auf Einstellungen, dann kann man auch ein schönes Bild verändern. Genau, und los geht's. Ja, das war's. Mehr ist nicht dabei. Also viel Spaß.